Seit Menschengedenken hat der SC Preußen Münster nicht an einem Montag gespielt. Jetzt gibt es also die Premiere. Kommenden Montag Preußen Münster gegen Sportfreunde Lotte. Ein besonderes Spiel, ein Nachbarschaftsduell. Die Puristen sagen, man darf nicht Derby dazu sagen. Aber es ist ein Spiel mit besonderer Brisanz. Und neben mir steht einer, der hat zuletzt in Lotte gespielt und spielt jetzt für Münster und hat einen super Start in Münster erlebt. Kevin Rodriguez-Pires. Mit was für einer Einstellung und mit was für einer Motivation geht man in so ein Spiel gegen seinen alten Verein? Ja, erstens, da freut man sich natürlich extrem drauf, weil man halt noch viel Kontakt zu seinen alten Mannschaftskollegen hat. Es sind zwar viele weggegangen, aber mit denen ich noch Kontakt habe, die sind noch da. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, gegen die alten Mannschaftskollegen zu spielen. Die Sportfreunde sind nicht sehr gut in die Saison gestartet. Wie ist so deine Fernsicht auf die Ereignisse in Lotte? Wie schätzt du die Mannschaft ein? Ja, ich denke mal, es ist eine rund erneuerte Mannschaft, die viele neue Gesichter haben, eine junge Mannschaft ist, einen neuen Trainer. Und ja, wie Sie schon sagten, sind schlecht gestartet, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen höllisch aufpassen auf diese Mannschaft, weil die stehen sehr tief. Die letzten Spiele, die ich geschaut habe von Lotte, die standen sehr tief und haben halt vorne drin zwei, drei schnelle Leute und darauf müssen wir halt aufpassen. Die Preußen sind super gestartet, kann man sagen, wenn man das Spiel gegen Jena wegrechnet. 6 Punkte aus den ersten 3 Spielen, Sieg in Kaiserslautern, Last-Minute-Sieg. Wie fühlt sich das im Moment an und wie läutet die Bilanz bei den Preußen? Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein rundgelungener Auftakt ist, das wir hier vorgelegt haben. Aber mich persönlich schmerzt es immer noch, dass wir gegen Jena keinen Punkt mitgenommen haben oder hier gelassen haben. Und deswegen, aber ich denke mal, wenn wir so spielen wie in den letzten Minuten, in der zweiten Halbzeit auch weiterspielen gegen Kaiserslautern, dann wird es schwer gegen uns zu gewinnen halt in der Liga. Der Trainer setzt im Mittelfeld auf 3 Säulen, Sandrino Braun, auf René Klingenburg und auf Kevin Rodriguez-Pires. Das sind eigentlich die einzigen Positionen, die eigentlich nie wackeln. Habt ihr euch so schnell zusammengefunden in diesem, magisches Dreieck wollen wir noch nicht sagen, aber in diesem Dreieck? Ja, ich glaube, es funktioniert schon sehr gut mit uns drei. Ne? Natürlich gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, das ist klar. Aber es passt einfach in die Mischung bei uns drei. So. Und deswegen denke ich mal, bis jetzt können wir zufrieden sein. Ein Blick nach vorne. Was ist jetzt eigentlich drin so für die Preußen? Ist das noch schwer einzuschätzen oder kann man sich schon so ein bisschen aus dem Schneckenhaus wagen und sagen, es wird mehr als Platz 10 in der letzten Saison? Ja, weit raus sollen wir uns jetzt nicht wagen. Ne? Ist gerade mal sehr früh gespielt, und deswegen am besten sollen wir von Spiel zu Spiel schauen. Das tun wir gut bis jetzt und wie gesagt, wenn wir so spielen, was wir können, wie in den letzten Spielen auch, und deswegen wird es auch schwer gegen uns zu gewinnen, wenn wir das abrufen. Wenn man aus Lotte kommt und noch ein paar Freunde da hat, dann kommt ja immer die Frage, gibt es irgendwie eine Wette, gibt es irgendwie einen Deal, den man abgeschlossen hat, wo man sagt, wenn wir gewinnen, musst du das und das zahlen oder umgekehrt? Nee, noch nicht. Man scherzt natürlich ein bisschen. Das habe ich auch gesagt. Wenn ich mal ein Tor mache, du triffst eh kein Tor, die ganze Saison nicht. Und dann scherzt man ein bisschen. Aber ich muss sagen, die letzten Tage jetzt war es ein bisschen ruhiger geworden. Da schreibt man nicht so viel untereinander. Deswegen, ich glaube, nach dem Spiel, da wird man mehr wieder uns Kontakt aufnehmen. Letzte Frage ist, auf wen wirst du vornehmlich treffen, wenn du da wenn du gegen Lotte spielst? Wer wird wohl dein Gegenspieler sein in diesem Spiel? Ich glaube, die haben die letzten 2, 3 Spiele da im Zentrum schon rotiert gehabt. Deswegen kann ich jetzt nicht einschätzen, was auf mich zukommt, was nicht auf mich zukommt. Ich gehe jedes Spiel ganz normal an, weil ich spiele mein Spiel und deswegen ist mir eigentlich egal, wer gegenüber mir steht. Ja, dann wünschen wir noch ein gutes Trainingswochenende und viel Spaß am Montag. Dankeschön.